Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, mein Controller will mal wieder nicht, dass ich hier einfach stehen bleibe. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir so schnell wie möglich zum nächsten Zielort kommen. Da müssen wir darum reiten, okay? So. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich war noch mal kurz in der Stadt in der Zwischenzeit, wo ich nicht aufgenommen habe. Also sprich, wo ich Wechsel gemacht habe. Hallo? Ja, nimm das Geld und geh hier raus, Mensch. Und das Portal möchte er jetzt unbedingt schließen. Ich weiß nicht, warum man das immer schließen muss, warum man das nicht einfach für eine gewisse Zeit lang offen lassen kann, aber egal. So, kommt, Jungs. Wir müssen uns jetzt nicht mit denen anlegen. So. Knurrt ruhig, aber greift nicht an. Knurrende Gegner greifen nicht an, oder wie war das? Oh ja, lass mich bloß nicht. Ey, wieso blockieren die einen so? Hallo? Geht mir aus dem Weg. Die sind ja schrecklich. Was ist mit diesen NPCs heutzutage los? Ey, geh mir aus dem Weg. Leute. Was wollen wir an diesem Ort? Es bleibt nichts für mich zu tun. Seht ihr das nicht? Lasst mich zurück. Zurück? Zurück wohin? Toller Kommentar. Nein, Horadrim. Ihr werdet bei uns bleiben. Es gibt noch mehr zu tun. So, bringt Tysa und Donen zur Ritualstätte. Ich gehe mal stark davon aus, dass die hier drin ist. Hoffe ich doch mal. Weil das hier so angezeigt worden ist. Frage ist nur. Ah, da hinten. Beim Licht. Spürt ihr das? Die Magie des Sumpfes ist hier stärker. Tysa, was tun wir hier? Werther brachte mich an diesen Ort, als ich jünger war. Hier stellt ihr euch euren Dämonen, sei es Furcht oder Trauer. Wer ist... Nein, nein, ich habe genug davon. Und was werdet ihr stattdessen tun, Alles im Sumpf hat seinen Preis, Horadrim. Selbst eure Magie. Wenn ihr denkt, eure Logik würde euch helfen, irrt ihr euch. Ich... Wo ist euer Abenteuersinn, Habt ihr ihn in eurer Jugend verloren? Geht hinaus und bietet dem Sumpf eine Opfergabe dar. Einen Ring, eine Halskette, etwas, das euch lieb und teuer ist. Währenddessen wird unsere Freundin hier zwei Dinge auftreiben. Madensekret und gelben Lotus. Das Ich ist wusste. töricht. Ich muss immer die Drecksarbeit machen. Standet ihr Walther sehr nah? Werther hat mich zu der Hexe gemacht, die ich bin. Ihr Tod macht mir zu schaffen. Ich verstehe, was sie in Lilith gesehen hat. Die Mutter Sanctuarius unterscheidet sich nicht allzu sehr von den Hexen von Havesar. Aber ich werde mich niemals vor meiner Pflicht drücken, Elias zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist der Teil von Werther, den ich nie verstehen werde. Werdet ihr auch ein Opfer darbieten? Nicht heute, aber es wird die Zeit kommen, da ich die Ruhelosigkeit loswerden muss, die mich plagt. Ja, jetzt ist die große Frage, wo kriegen wir jetzt sammelt Sekret der Ma Achso, Madenkönigin. Oh, wieder ein Bosskampf. Sammelt gelben Lotus. Kann ich nicht nur den Lotus sammeln und dann gehen wir wieder? Funktioniert doch bestimmt auch ohne irgendein Sekret von der Königin hier. Kommt, Jungs. Ich denke mal, wir müssen da hoch.
So. Habe ich mich jetzt erschrocken? Ich wollte gerade noch fragen, sind das tote Tiere oder was? Ja, man kann natürlich wieder nichts. Die Überreste. Kann ich jetzt endlich das Schwert nehmen? Dankeschön. So, der Sumpf nervt mich jetzt schon. Ich hasse es, gegen Giftgegner zu kämpfen. Pestenmale. Müsste doch eigentlich auch irgendwo die Mama sein, oder? Ich vergesse das jedes Mal. Ich denke irgendwie nur dran, wenn ich einen Bosskampf habe. Habe ich so das Gefühl. Da ist schon wieder was. Junge. Das ist aber nicht die Königin. Ich habe kaum noch Essenz. Ich bin noch nicht bereit. Doch, bist du. Jetzt mach. Wie viel halten die bitte aus? Kann doch nicht sein. Okay, das Lotus-Zeugs habe ich schon mal. Mussten wir allerdings zwei von mitnehmen, so wie es aussieht. So, das war aber leider nicht die Madenkönigin. Also wenn die schon so ätzend sind, will ich nicht wissen, wie ätzend da die Madenkönigin ist. Ja. Ich meinte auch die Gegner, ja. Aber in erster Linie meinte ich jetzt eigentlich, ob das jetzt alle von mir waren. Wir können theoretisch noch nach links. Da oben können wir jetzt nicht mehr weiter, ne? Nach links oder hier unten weiter. Oh, das ist so ätzend, wenn man gar nicht weiß, wo man hin muss. Das ist echt doof gemacht. Moment, hier ist noch Gold. Und noch eine Essenz, die nehme ich natürlich auch gerne mit. Ach, und da sind die wieder. Puh.
Okay, das ist eine Sackgasse, also müssen wir tatsächlich nach links. Das dachte ich mir zwar schon, aber naja, ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe mir aber schon gedacht, dass wahrscheinlich in einer Richtung die Blüte liegen würde und in der anderen Richtung halt dieses Viech ist. Aber wie gesagt, wenn die Kleinen hier schon so extrem wenig Schaden nehmen, bin ich doch jetzt richtig hier, dann will ich nicht wissen, wie das mit der Bosskampf gleich wird. Ganz ehrlich, das war so schön mit dem Totenbeschwörer zu spielen und es ist immer noch schön. Aber wenn man natürlich dann einfach nur seine Quest macht und irgendwann total unterlevelt ist, was wir ja offensichtlich gerade sind, dann ist das nicht mehr so toll. Die Frage ist nur, müssen wir jetzt nach oben oder nach unten? Ah, ich probiere es mal hier rum. Ja, ja, natürlich. Ich könnte aber auch nicht mal irgendwie zentral bleiben. Oh, schon wieder so ein blödes Vieh. Jetzt juckt mich ja auch noch gerade an der Nase. Hallo. Lass mich in Ruhe. Da sind noch welche. So, irgendwie sieht das so aus, als ob wir da so langsam aber sicher zu der Königin kommen. Aber das habe ich ja eben auch schon gedacht. Greift den bloß nicht an, wenn er hier voll durch mich durchläuft. Also durch euch. Irgendwie das Gefühl, dass wir das noch nicht müssen. Ja, weil da kommen wir jetzt wieder zurück. Na toll. Ach, ich liebe es, wenn man genau weiß, wo man hin muss, um irgendwas zu finden. Das heißt, es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir durch dieses Verlies durch sind. Weil wir wahrscheinlich bis zum Ende immer den falschen Weg hier nehmen werden. Och nee. Nervt mich doch nicht. Ich will doch nur zu dieser bescheuerten Königin. Sarah, ich vergesse es immer wieder. da geht's klein weiter. Wahrscheinlich ist das beides. Na, endlich! Wobei ich nicht weiß, ob ich jetzt endlich sagen soll oder oh mein Gott. Geht's noch?
Ah! Ja. Ich würde sagen, das war dann doch wesentlich... Oh, neuer Typ Golems. Wesentlich einfacher, als ich jetzt gedacht hatte. Golems, Golems, Golems. Zack. Wir haben Blut. Entzieht Gegnern in der Nähe Leben, um sich selbst zu heilen und zu stärken. Wäre natürlich cool. Was war denn das andere? Moment. Jedes Mal, wenn euer Knochengolem bis zu 20% seines maximalen Lebens als Schaden erleidet, wirft er eine Leiche ab. Das ist natürlich auch nicht schlecht, weil die können wir natürlich wieder reanimieren. Wenn ihr gesund seid, erhält Schadensreduktion. Euer maximales Leben ist um 10% erhöht, aber ihr könnt keinen Golem... Achso. Blutgolem absorbiert 15% des Schadens, den ihr leiden würdet. Ja, nee. Nee, wir lassen das mal. Aber wir haben noch einen Punkt hierbei. Erhöht die Schadensreduktion um 6%. Jeder aktive Diener reduziert diesen Bonus um 2%. Ja, ist ja Schwachsinn. Dann mache ich ja nur negativ. Armee der Toten ruft die tief vergrabenen Toten dabei. Achso, das ist ein Angriff wieder. Nachdem ihr mindestens 4 Sekunden gesund gewesen seid, erhaltet ihr und eure Diener 4% Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Alle 5 Sekunden heilt die Heilung eures Skelettpriesters eure Skelette um zusätzlich 20%. Sind das Skelettpriester? Hallo? Wenn ich da draufklicke, möchte ich das annehmen. Aha, danke schön. Ja, wir müssen ja auf jeden Fall Punkte machen. Oder Punkte reinsetzen. Haben wir denn jetzt hier alle? Nee, ne? Aber jetzt haben wir auf jeden Fall alle. Wir müssen auf jeden Fall Punkte reinsetzen, weil, glaube ich, machen wir da... Nee, Moment. Da. Ich glaube, ich mache mir da mal lieber eben eine Wegmarkierung rein. Die wir nicht sehen können, weil wir im Verlies sind. Ja, das ist doch mal geil. Okay. Gut. So machen Wegmarkierungen natürlich viel Sinn. Aber ich glaube, das war jetzt nicht so weit. Das müsste eigentlich jetzt hier... Oh, Grabstaub. Sehr schön. Keine Ahnung, wofür ich den brauche, aber es ist immer schön, neue Sachen zu sammeln. Gut. Beeilt euch. Der Horadrim ist das Warten leid. Gebt die Gabe des Sumpfes in den Kessel, um einen Tee zu kochen. Ich halte es nur für eine Verschwendung eurer Zeit und meiner. Wieso? Tee trinken ist immer gut. Seht ihr die Feuerschalen? Entzündet jede von ihnen. Dann werden wir den Tee trinken und warten. Warten auch noch. Achso, die Feuerschalen. Stimmt, das andere sind Kerzen, die ich gesehen habe. Warten worauf? Dass der Sumpf nach eurer Seele ruft und das, was in euch schwert, wie Gift aus einer Wunde herauszieht. Bitte komm zu mir zurück. Komm zurück. Ich hätte dich nicht gehen lassen dürfen. Ich hätte Nein sagen sollen.
Ich hätte dich bei mir in Eltheim behalten sollen. Warum hast du mich gehen lassen? Ich weiß nicht, ich... Deine Augen. Du warst bereit. Du musstest gehen. Das musste ich. Wie jetzt auch. Halt! Bitte! Bitte! Vater, ich bin bereit. Was? Ein Portal? Mephisto? Was will dieser Unhold von mir? Und ausgerechnet jetzt? Das weiß ich nicht, aber ich könnte was verstehen, wenn die Musik endlich aufhören würde. Oh, endlich. Folgt dem Herold des Hasses. Wo ist er denn? Hatte ich euch nicht gewarnt, dass die Horadrim euch nur aufhalten würden? Seht sie euch an. So von ihren Gefühlen verzehrt, dass sie vergessen, was wirklich zählt. Lilith ist die wahre Bedrohung, nicht Elias. Ich weiß, warum ihr solche Angst vor ihr habt. Mein Schicksal ist an das eure gebunden. Wenn sie mich verschlingt, ist Sanctuario verloren. Noch habt ihr eine Chance, sie aufzuhalten. Was, wenn ich euch ein Portal aus diesem Sumpf öffne? Überlasst Elias den Horadrim. Diese Sünde müssen sie selbst bewältigen. Ihr und ich, wir können Lilith gemeinsam aufhalten. Ich weiß, wer meine wahren Verbündeten sind. Meine Freunde. Bringt mich zu ihnen zurück. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Und dann seht ihr, wer eure wahren Freunde sind. Nun nehmt das Portal zurück zu euren Verbündeten. Die Horadrim sind nicht die einzigen, die Lilith aufhalten wollen. Ich würde nicht auf Inarius bauen, falls ihr ihn meint. Der Engel war mein Gefangener. Ich habe sein wahres Gesicht gesehen. Er und Lilith sind nicht so verschieden, wie ihr vielleicht glaubt. Was meint ihr damit, Inarius und Lilith seien nicht so verschieden? Der Engel war bereits von Hass erfüllt, als er mein Gefangener wurde. Ich habe seinen Zorn nur verfeinert. Als er zurück in eure Welt geflohen ist, hat er ihn mitgenommen. Wenn Lilith sieht, könnt ihr nur euch selbst Vorwürfe machen. Naja, immer schön die Verantwortung auf andere schieben, war ja klar. Okay, wo bin ich jetzt? Ach so, hier. Wie geht es ihm? Ich weiß noch nicht. Er ist stundenlang herumspaziert, bis der Tee nachgelassen hat. Eine lange Reise durch den Sumpf lohnt sich mehr als eine kurze. Eure noch länger, wie es scheint.
Habt ihr euch euren inneren Dämonen gestellt, wie der Horadrim? Ja. Hoffentlich zum letzten Mal. Aber hatte ich das falsch im Kopf oder hatte sie nicht gesagt, dass nur er das trinken sollte? Ich meine, offensichtlich habe ich das ja auch getrunken jetzt. Fangen wir an. Gebt das Quecksilber in den Topf. Schon wieder? Und das Feuer. Dreht zweimal am Rad. Nicht mehr und nicht weniger. Hallo, ich habe zweimal gedreht. Zermalt nun den Schwefel. Vorsichtig. Okay, er sagt, dreht zweimal dran, aber ich soll dreimal drehen. Na gut. Ist es getan? War es doch so einfach? Ihr habt keine Vorstellung von dem wahren Preis. Keine Ahnung, was es erfordert. Welch Überwindungen, um solche Magie zu wirken. Vielleicht nicht. Doch genug. Es ist getan. Zögern wir nicht. Ja. Wir haben unsere Aufgabe in der Bastion der Zakarun. Bringen wir es zu Ende. Ja. Kriegen wir jetzt eine neue Quest? Ah, okay. Darauf habe ich gewartet. Quest abgeschlossen. Und irgendwie erhalten wir keine neue Quest, so wie es aussieht. Draußen ist jetzt auch keiner. Die sagen einfach, bringen wir es zu Ende und dann sind die weg, oder was? Und dann soll ich mir jetzt selber eine neue Quest hier reinsuchen. Na super. Das war gerade noch so schön. Moment, was ist denn das hier? Ich muss mich dieses Behältnis würdig erweisen. Nee, ist aber auf jeden Fall nur eine Nebenquest. Findet Lorat und Nerell. Lorat meine ich natürlich. Ja, also ich bin jetzt ein bisschen... Hallo? Ja, du sollst die verfolgen und nicht woanders hinswitchen. Bleib. Sag mal. Ich schmeiß diesen Controller aus dem Fenster, ganz ehrlich. So. Die Quest ist ganz da unten. Und dummerweise haben wir natürlich wieder nichts, was direkt in der Nähe ist. Aber wir können noch hinporten. Ich hoffe mal, dass da ungefähr dann nochmal eine Stadt kommt. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. War jetzt irgendwie ein komisches Ende. Fand ich, dass der jetzt nicht... Also der hat so schön gesagt, so, ja, lasst es uns beenden, geht weg und zack. Oh no, wie beende ich das Ganze denn jetzt? Egal, auf jeden Fall werden wir erstmal mit Lorat und Nerell in der nächsten Folge weitermachen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.